Hallo ihr Lieben, hochsensible Menschen haben eine wahnsinnige Sehnsucht nach etwas Größerem. Das bedeutet auch, dass sie immer Sinnsucher sind, vielleicht auch immer bleiben, ich weiß es nicht, aber dass sie einfach nach was Höherem streben und da gehört natürlich Spiritualität auch dazu. Der Glaube an etwas, was uns leitet und führt und beschützt und vielleicht auch einfach größer ist als wir selber. Und dass wir darin eben auch einen krassen Sinn sehen und finden können. Genau. Nur dann, wenn man in so eine Krise kommt, wie es bei mir eben der Fall war, mit meiner kompletten Spiritualität oder überhaupt auf der Suche nach Spiritualität, kann es halt schon mal sein, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich meine Richtung, was ist eigentlich meine Spiritualität und dann was soll ich oder kann ich eigentlich glauben? Und da war ich eben an dem Punkt vor 2 Jahren, anderthalb, ich weiß es nicht, es war total, es hat sich für mich alles nicht mehr irgendwie richtig und rund angefühlt. Kirche generell, also es, ihr wisst ja, ich habe das Lied geschrieben, auch Priester haben Zärtlichkeit verdient. Das habe ich geschrieben, weil ich in einen Priesterkandidaten mich verliebt hatte. Und ich wusste sowieso, dass es total beschissen ist und scheiße und dass ich sowieso nichts machen kann und habe so die ganze Zeit rumgeheult und ja, und im Endeffekt hat er mich dann, wo er mich darauf angesprochen hat, war es halt so, dass ich es dann zugegeben habe und dass er dann komplett Abstand von mir genommen hat. In diese Gemeinde war ich sowas von integriert. Das war die erste Freude meines Lebens überhaupt wieder nach einer ziemlich langen depressiven Phase und ich war da so richtig integriert, ich war da so richtig erwünscht und ich hatte das Gefühl, dass ich da so richtig zu Hause bin und angekommen bin. Und dann kam sowas, was erstmal überhaupt nicht, weiß auch nicht mit meinen Werten konform ging und auch da, dass man über sowas dann nicht sprechen kann oder so. Und dann habe ich mich komplett zurückgezogen und bin eigentlich komplett raus. Weil das alles sowas von Stress geladen war, die ganze Situation. Und seitdem bin ich auf der Suche, weil diese Kirche, also zumindest ich bin ja katholisch aufgewachsen, zumindest die katholische Kirche ist ja immer noch so, dass sie diese ganzen Vorgaben hat. könnt ihr eure eigene Meinung drüber haben, aber ich habe halt jetzt diese persönliche Erfahrung gemacht, die mich eigentlich komplett rausgeworfen hat, dass ich echt das anzweifle, ob das so toll für die Menschen ist. Wenn sie sich dann so krass von Menschen entfernen oder dann irgendwie, dass man über solche Themen nicht sprechen kann oder ja. Und dann, ja, kam ich eben in diese Krise rein. Und dann habe ich eine andere Gemeinde gesucht und irgendwie habe ich keinen Anschluss mehr gefunden, weil ich irgendwie nicht mehr an das glaube, was jetzt irgendwie alle geglaubt haben oder wo ich mich irgendwie auch darin jetzt eine Zeit lang wohlgefühlt habe und aber jetzt gar nicht mehr daran glauben kann. Ja, und ich denke, viele Menschen haben vielleicht solche Erlebnisse gemacht, jetzt nicht nur mit der katholischen Kirche, sondern auch mit anderen Gemeinschaften und sind dann so ein Punkt, wo sie gar nicht mehr wissen, an was glaube ich denn jetzt? Was ist jetzt denn eigentlich richtig für mich? Und wie kann ich meine Werte in die Welt bringen? Und ja, ich glaube persönlich, oder ich habe persönlich gerade so ein ganz tolles Video von jemand gesehen, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat und der hat auch gemeint, wir sind dann nicht allein damit. Also jeder hat da gerade seine Schritte und ich glaube persönlich aber, dass die höhere Macht oder Gott, wie du es nennen willst, immer einen Weg findet, mit dir zu kommunizieren und dich zu führen. Und zwar in der Sprache, in der du es verstehst. Das ist mir dann wieder eingefallen. Und zwar muss ich an ein Beispiel denken nach diesem Video, das ich gesehen habe. Ein Beispiel von, ich habe mal so einen Kanada-Urlaub, also es war so eine Work-and-Travel-Reise, ja, die über 3, 4 Monate ging. Und da habe ich in Kanada wo gearbeitet, in so einem Hotel und habe da so geputzt. Also es war halt so ein Travel-Job, ja. Und eigentlich war es total cool, weil ich hatte so nette Mitkollegen und habe aber irgendwie, ja, ich dachte so, das ist so Time of my life und so und dachte so, ist alles voll cool hier und so.
Aber irgendwie habe ich schon gemerkt, so, es wird langsam anstrengend. Ich weiß gar nicht, ob ich es mehr so durchhalte. Und dann kam ein Lied im Radio, da haben wir gerade so, manchmal haben wir die Radios, glaube ich, angemacht, so dass es beim Putzen so ein bisschen cooler war, in die Zimmer, wo wir gegangen sind. Und dann kam ein Lied und es hieß, also es war schon eine coole Melodie und so. Und dann kam auf einmal so dieses I don't wanna be here anymore. Es war, glaube ich, der Refrain oder so, das kam immer wieder. I don't wanna be here anymore. Und ich weiß ganz genau, weil ich so ein Musiktyp bin, dass ich über sowas total angesprochen werde. Und das ist dann nicht so, oh, ist ja ein cooles Lied. Oh, das finde ich jetzt gut, den Refrain oder so. Nee, das trifft dich so vollkommen hart so. Und du weißt auf einmal, du hast was verstanden, was schon lang vielleicht zu dir kommen wollte, durch einen Radiosong. Und es war nicht mal irgendwie ein irgendwie christliches Lied oder ein Gospel oder was weiß ich. Na, es war einfach so krass, ne? Und dadurch habe ich es verstanden. Und es gab mehrere Situationen, wo ich durch Lieder, durch Liedtitel oder so, irgendwie wieder wusste, auf welche Spur ich soll. Weil ich einfach Musikerin bin. Und ich glaube ganz fest daran, oder ich hab so das Gespür, dass Gott verstanden hat, dass er mich dadurch erreichen kann. Genau, weil ich weiß nicht, ob ich auf anderen Kanälen so available wäre oder bin, ne? Also, und das wollte ich euch einfach nur mitteilen. Also, wenn ihr so struggelt, gerade in eurer Krise oder in eurer spirituellen Krise oder überhaupt gar nicht weiter wisst, wie. So wie ich jetzt einfach gar nicht weiter weiß, wo ist jetzt mein Anschlusspunkt? Nach so einer blöden Erfahrung oder nach so einer, wo ist dann Gott, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wenn ich jetzt nicht mehr in die Kirche kann, wenn ich da nicht mehr hin kann, wenn ich nicht mehr, wo soll ich den finden? Und darauf gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Antworten. Und ich habe dann zum ersten Mal verstanden, dass Gott nicht Kirche ist, dass Gott nicht in der Kirche sein muss. Und ja, eine Frau hat mir auch gesagt, dass Gott größer ist als das alles. Und seitdem geht es mir ein bisschen besser. Auf jeden Fall, es gibt euren Weg, euren ganz persönlichen eigenen Weg. Und ich hoffe, das Video hilft euch, den zu finden und dem zu vertrauen und sie nicht total reinzustressen. Und auch den Zeitpunkt abzuwarten. Weil ganz ehrlich, so, ich stress mich wahnsinnig rein. Manchmal, wenn der Zeitpunkt. Ich möchte so, dass der Zeitpunkt, dass ich jetzt weiß, wo es lang geht und überhaupt, dass ich irgendwie jetzt voll die Ahnung hätte, aber das ist nicht so und das ist auch irgendwie okay. Und da irgendwie zu vertrauen, dass es dann den nächsten Schritt gibt. Und dann eben auch zum richtigen Zeitpunkt. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Wünsche ich allen da draußen und ich freue mich sehr, wenn ihr es bis hierhin angeguckt habt. Und wer hat den Winteresel entdeckt? Er hat jetzt die Wintermütze auf, ne? Ist ja auch kalt. Okay, also dann, bis ganz bald. Tschüss.